Willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich hatte ja mal angekündigt, auch mehr über den Amateurfußball berichten zu wollen, Videos über den Amateurfußball machen zu machen. Also Videos, mehr Videos über den Amateurfußball zu machen und auch viel über Amateurvereine zu berichten. Da habe ich jetzt mal einen sehr interessanten Verein rausgesucht, und zwar den TuS Bövinghausen. Die sind aktuell in der Landesliga. Nur mal kurz zur Einordnung: Bövinghausen ist ein Stadtteil von Dortmund. Auf jeden Fall, der TuS Bövinghausen ist aktuell in der Landesliga tätig. Und was die an Spielermaterial geholt haben, kann sich hier sehen lassen. Der wohl bekannteste Name, der wohl mal Teil dieses Vereins war, ist natürlich ehemaliger Dschungelcamp-Teilnehmer Thorsten Legert. Der hat im Sommer 2019 diesen Verein übernommen als Cheftrainer, wurde aber bereits, ja, nach 7 Monaten beim Landesligisten wieder freigestellt. Die Landesliga ist übrigens die siebthöchste Spielklasse des deutschen Fußballs. Wie gesagt, und jetzt kann man sich mal den Kader angucken. Da sind sehr, sehr viele Spieler. Ja, die schon viel, es gibt hier schon Spieler mit Regional- und Oberliga-Erfahrung, und ganz klar, der Weg des Vereins ist klar. Man möchte natürlich, wenn man schon solche Spieler holt, so einen prominenten Trainer, möchte man natürlich in den nächsten Jahren weiter nach oben. Ich denke mal, man hat sich da gewisse Ziele gesetzt, und dann muss man mal gucken. Wenn man mal auf den Kader guckt, weil den wollte ich auch mal gemeinsam mit euch anschauen, werden vor allem ein paar Namen auffallen. Beispielsweise Mohamed El, hier kann man mal drauf gehen. Da wird euch eins auffallen: ist ehemaliger Spieler von Wattenscheid 09, ehemaliger Spieler in der Ukraine, ehemaliger Dortmund-Jugendspieler. Ist jetzt unter anderem bei den Bövinghausenern unter Vertrag, war davor bei TÜGS Sport Augsburg unter Vertrag. Als Beispiel, das ist ja wohl der bekannteste Spieler, der da aktuell rumturnt. Oder der andere, Ersan Kuz Aki, der soll angeblich, soll er ein Angebot aus der zweiten niederländischen Liga liegen gehabt haben, entschied sich aber dann doch für den Landesligisten. Hier sieht man es auch nochmal: kein Wechsel nach Kerkrade, Kusaki unterschreibt beim TuS Bövinghausen. Also das ist mal, um es kurz zu fassen, das ist ein sehr, sehr, sehr interessantes Projekt, was da aktuell am Start ist. Ein sehr, sehr, sehr interessantes Projekt und definitiv ein Projekt, was natürlich jetzt, wie gesagt, noch nicht so die große Bekanntheit hat, weil es halt noch in den Kinderschuhen steckt. Wie gesagt, es ist aktuell sind sie halt noch in der Landesliga, also sprich, dementsprechend, die Landesliga ist die siebthöchste Spielklasse im deutschen Fußballsystem. Ja, man wird halt über die Jahre sehen, wie sich diese Mannschaft weiterentwickeln wird und wie sich diese Mannschaft weiterentwickeln wird. Wie gesagt, ich wünsche der Mannschaft auf jeden Fall viel Erfolg und werde einfach auch mal dieses Projekt im Auge behalten. Ja, mal gucken. Meine Prognose ist, dass diese Mannschaft über die nächsten Jahre auf alle Fälle mit der Mannschaft, wie man sich da zusammenbaut, also ich denke mal, bei den nächsten Jahren, die Oberliga wird drin sein. Ob jetzt sofort es den Durchmarsch in die Regionalliga geben wird, weiß man halt nicht. Dann würde ich sagen, bis zu einem neuen Video und tschüss.